kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Die Vorgabe vom Trainer zweistellig. Vom letzten Spiel habe ich das noch so in Ohren umgesetzt. Eigentlich doch ein gutes Ergebnis, wo man auch als Trainer doch zufrieden aus der Wäsche gucken kann, oder? Ja, das ist ein guter Abschluss vom Trainingslager. Das ziehen wir heute mal noch mit rein. Und wenn wir dann das Abschlussspiel 13-1 gewinnen, ist das absolut positiv. Wir haben immer noch Phasen dazwischen, wo wir zu wenig Pass spielen, aber insgesamt war es okay. Und vor allen Dingen, wo wir hier richtig brasilianische Temperaturen haben. Also ich habe, glaube ich, Sonnenbrand im Nacken und ordentlich geschwitzt oben. Ja, geht mir nicht ähnlich. Ich habe hier zur Gewichtsabnahme so eine Kunststoffjacke an. Und die Jungs, denke ich mal, haben genauso viel abgenommen wie ich auch. Aber tatsächlich zur Gewichtsabnahme eine Jacke übergezogen, ja? Hat die Frau gesagt, jetzt muss ein bisschen abgespeckt werden, oder wie? Nein, wir haben im Trainingslager immer 3-mal am Tag gegessen. Das ist ziemlich ungewohnt für mich. Und da legt man schnell ein Kilo zu und den muss ich heute wieder abschwitzen. Was ich so mir aufgefallen ist, Steven Ruprecht schießt die Elfmeter. Haben wir einen neuen Elfmeterschützen für die kommende Saison oder war das nur für das heutige Spiel? Ja, das kann ich noch nicht sicher sagen. Ich war auch überrascht, dass er das macht, aber ich denke, er wollte sich hier in seinem Heimatland auch so positiv auch mit Elfmetern in Szene setzen. Und das hat er ja auch 2-mal gemacht. Zwei Tage sind jetzt frei für die Spieler, damit die so ein bisschen sich regenerieren können. Wir ja, haben ja oben gesagt, frei haben die eigentlich nicht, weil die alle dem Stuff beim Umzug jetzt helfen müssen. Ja, das ist möglich. Das finde ich toll, wenn sie das machen würden. Aber es ist so, dass man immer so entscheiden muss. Trainingslager war sehr hart. Wir haben auch warme Temperaturen gehabt und die Müdigkeit ist groß. Und man muss auch regenerative Zeiten, die man auch schon mal im Nachhinein verschreiben muss, die muss man auch der Mannschaft dann geben. Und das machen wir. Und am Dienstag geht es wieder Vollgas weiter. Und dann in Schönberg zum nächsten Test. Und der Gegner wird, denke ich, schon ordentlich knackig werden, weil der ein paar Ex-Hanseaten, zumindest unserer zweiten Mannschaft, und die auch im Profiluft ein bisschen geschnuppert haben, mit dabei sind. Also die werden uns schon ordentlich fordern da. Ja, auf jeden Fall. Und das muss auch jetzt sein, dass wir die Gegner haben, die uns jetzt auch fordern und wir damit auch in der Abwehr einfach mehr gefordert werden. Und es ist dann nicht immer so das Spiel 10 gegen 10 in der gegnerischen Hälfte. So hat man dann auch mal die Möglichkeit, von hinten eine Spieleröffnung mit reinzunehmen. Und das wird langsam wichtig, dass wir da hinkommen. Herr Vollmann, vielen Dank und ab jetzt wieder das Bad in der Menge hier ein bisschen genießen. Danke. Okay. Als neuer Elfmeterschütze, ne? Und dann noch mit der Nummer 16. Die Nummer 16 ganz speziell oder wollt ihr nur dein Trikot haben, hast getauscht oder war das vorher ausgemacht? Nee, ist ja mein Schwager. Deswegen, war so. Vorher. Ja, sind ja auch so Fans nicht, deswegen muss ich das hier. Ach so, okay. Nee, war mein Schwager und wir haben vorher ausgemacht, dass wir tauschen. Und ich hoffe, Andi Team kriegt jetzt nicht gleich einen Puls von 180. Also der hat das gesehen und hat gesagt, das muss er selber bezahlen. Ja gut, dann ist es halt so. Für meinen Schwager mache ich das gerne und mein Gott, bei so einem Anlass immer wieder. Und deswegen heute auch Elfmeterschütze oder generell jetzt der neue Elfmeterschütze des FC Hansa Rostock? Generell, ich traue es mir zu. Ich habe es woanders auch schon gemacht. Ich habe es mit Halil so abgesprochen. Halil hat sich auch, muss ich ihn loben und fand ich total süß, hat er sich eingesetzt, schon in Angermünde, in Bergen, wo er gedacht hat, dass wir einen Elfmeter kriegen. Und hat gleich gerufen, lange, lange. Und von dem her, ich glaube, ich habe jetzt 3-mal bewiesen, das war beim letzten Spiel der letzten Saison und jetzt 2-mal, dass ich es kann. Und ich traue es mir erstmal zu, wenn es schief geht und jemand sagt, er will es lieber machen. Gut, dränge ich mich in den Vordergrund, aber ich denke, ich habe heute bewiesen, dass ich es kann. Ja, und vor allen Dingen über so einen langen Zeitraum und bei diesen Temperaturen. Also jetzt kann man so ein bisschen nachvollziehen, was unsere Nationalmannschaft, was die Jungs da auf dem Platz leisten müssen, weil wir hatten ja immer über 30 Grad. Ja gut, also man muss sagen, dass man generell einen Hut davor ziehen muss, was die Jungs da leisten. Ne? Sie spielen auf Top-Niveau und unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen vom Wetter her, müssen sich an jedem Ort wieder neu anpassen. Und ich weiß selber, ich spiele selber Fußball, dass es nicht leicht ist. Und von dem her sollte man den Hut vor unseren Jungs da ziehen und die Daumen drücken. Aber heute, es wurde immer schwüler, hatte ich das Gefühl und ich bin froh, dass wir jetzt... dass das Spiel jetzt vorbei ist und ich hoffe, dass der Trainer es durchsieht, dass wir jetzt 2 Tage frei haben. Ja, ne, ihr sollt ja alle dem Stuff jetzt beim Umzug helfen, hat er gesagt. Ja, für so einen tollen Kerl wie den Stuffi macht man das doch gerne. Und jetzt beeil dich, weil die Gewitterkäferchen kommen und die stehen auf Gelb hier. Ja, das haben wir in Bin schon gemerkt, aber ist heute auch egal. Gut, dann 2 Tage jetzt frei machen und in Schönberg sehen wir uns wieder. Alles klar, danke. Warte. Ja, da filmen wir auch alles mit, ne? Mensch, du bist so verschwitzt hier, aber jetzt, wir haben ja eben schon das Gegenpart gesehen. Warum hast du das Trikot vom Steven jetzt hier? Ja, er kam nach dem Spiel zu mir, sagte, Schwager, für eure Top-Leistung, Trikot her, ich will deins haben. Und er hat gesagt, du hast ihn belatscht, dass du sein Trikot hast. Nee, also da muss ich gegenstimmen. Das war eindeutig er, schon 3 Wochen vorher, unbedingt Trikottausch, hat er drauf bestanden.
Aber du bist ganz schön fertig, ne? Also man nö, 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 das ist nur äußerlich, das ist nur äußerlich. Ne? Ein cooles Gefühl, hier gegen den FC Hansa Rostock zu spielen? Ja, super. Ich muss sagen, vor 2 Jahren im Landespokal deutlich stärker dieses Jahr. Aber ich denke, wir haben uns insgesamt relativ gut verkauft, haben ein Tor erzielt, was unser erstes Ziel war. Wir wollen eigentlich nicht zweistellig verlieren. Aber gut, uns ist das Tor gelungen und darüber sind wir sehr froh und Spaß gemacht hat es auch, weil es für jeden so ziemlich das letzte Mal war, dass wir gegen Hansa Rostock spielen dürfen. Und du wirst deinen Schwager jetzt im Ostseestadion demnächst unterstützen? Soweit ich kann, immer. Alles klar, danke dir. Niklas Jahr, habe ich mir richtig gemerkt, ja, die Rückennummer 6 hier vom Gläuner SV und stolz wie Bolle, weil er eine Vorlage gemacht hat. Ja, genau. Du, und das, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Tor gar nicht so richtig gesehen, weil ich mit meinem Nebenmann gerade erzählt habe. Beschreib's mir doch mal und den Fans zu Hause, wie ist das gefallen? Ich weiß das selbst nicht mehr, du. Ich war so in Rage, irgendwie über rechts. Ich habe reingeflankt, Benni hat ihn angenommen, reingeschoben, Tor. Geiles Gefühl. Alter, richtig geil, gegen Hansa auf jeden. Aber ich krieg kein Trikot von Christiansen, weil die haben nur ein Trikot in der Vorbereitung. Ne? Ja. Ich würde dir 50 Euro geben, wenn du was klar machen kannst. Wäre geil. Ah. Ich versuche mal, wir können ja mal noch mal oben fragen, ob da irgendwas möglich ist, aber Geld brauchen wir dafür nicht haben. Ja, also dann für dieses schöne Gefühl, herzlichen Glückwunsch und vielleicht wird das ja mal eine dauerhafte Einrichtung, immer zur Saisonvorbereitung, Gneuen gegen Hansa. Das wäre auf jeden Fall top. Ne? Danke. Ich wünsche dir noch was.